100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales. Zusammen, weiter geht's mit War Tales. Und ich habe ja damals Stromkap, habe ich ja auch schon gegen die Wache gekämpft, für die Flüchtlinge. Dann würde ich jetzt hier in Ultrin auch gegen die Wache kämpfen. Eber, Wolf, Bär, angreifen. Kriegen wir zwei Pestheilmittel. Was kriegen wir da? Nichts. Da kriegen wir zwei Pestheilmittel. Guck mal, haben die noch bessere Argumente. Was ist denn hier los? Das sind alles Gegner hier, ne? Guck mal, Villa. Da oben muss nicht so viel Stärke, ne? Ne, hat sogar sehr, sehr wenig Stärke. Dann geht die Viva da oben gleich hoch. Da mal die Keule durchs Gesicht. Dann ist auch gut schon nach einem Kampf. Hier kommt. Oh, Negan hat keine Rüstung. Aha. Nicht aufgepasst, so. Tritos kann hier mit auf diese Seite. Das hier. Smugglerin. Genau, ganz on. Locker am Zug, ne? Der rennt gleich nach vorne und kloppt hier irgendwo rein. Wieder rollen. Genau, da wollte ich Inkontinentia haben, weil ich die vorbeipieksen kann. Olinon kommt hier runter. Bild kommt dort nochmal mit hoch. Harkat kommt hier auch noch mit runter. Nee, stopp, stopp. Ist hier weiter nach links. Oh! War natürlich auch sehr geil. Wieder Stärke. Bin mal gespannt, ob ich gleich glücklicher Markierung und den zweiten auch noch hinterher. Geil. Bin mal gespannt, ob ich gleich gesucht werde nach dem Kampf. So, pass auf, tritt. Ist runter. Bisschen vor noch. Okay, dann halt nur diese beiden. Den Punkt umsonst rausgehauen. Warte mal, da ganz rum, ne? Sollte ich mich hier oben vielleicht beeilen? Ah, Mist. War gar nicht Fieber. Na egal. Der war auch richtig gut. Ich hab nur einen Punkt gerade, ne? Drei Punkte. Laufen dahin und kloppen hier alles zu Brei. Oh.
sehr gut. Okay. Er zwar rein, aber stirbt im Gift. Der auch stirbt am Gift. Glückwunsch. Der ist zuerst, ne? Ganove, okay. Schmugglerin darf nämlich nicht sterben. So, Inkontinentia. One. Attacke. So, ein Kampf verwickeln und die Rema beendet das gleich von der Rückseite. Okay, cooler Angriff. Das war noch ziemlich blöd, was du gemacht hast. Okay, nee, Weglauf ist gut. Down. Der Eber kommt gleich. Markart. Bullenon. Okay. Brauche ich eigentlich nicht. Ich habe schon genug noch in Reichweite. Direkt down ist auch perfekt. Und ihr durchnallt. Dann nicht durch meine eigenen durch. Nee, aber so geht's auch. Runde beginnt und aus. Nein, die nehmen wir natürlich auch noch mit hier.
Mittleren, Ganoves Anzug. Hauptmann ist gleich down. Angriff, Verteidigung. Ja, ist eigentlich noch der da oben, ne? So, dann schießen wir nochmal einen Pfeil damit rein. Dann rankommen, ich glaube nicht. Ich ran. Der kommt ran. Der Schick. Heidbrecher hat der hier auch. Verteidigung. Muss auf jeden Fall noch geheilt werden. Beziehung hat sich verbessert, dann kann ich tatsächlich fesseln, ja? Gefangene, also Tiere der Wache. Nicht schlecht. So, Bogen, Leichen. Oh, was ist das? Schwerer Helm, Signal des Bestienbändigers. Oh. Schaden des nächsten Angriffs um 50% der Höhe. Jedes Mal, wenn die Seinheit angegriffen wird, erhalten benachbarte, verbündete Tiere Wut. Ah, nee. Wäre Helm schade. Wäre aber cool gewesen. Ah, zweimal raus. Einmal raus. Weiter. Thank you for your help. We couldn't have fought off the guard without you. We'll manage from here on out. The secret dock should be close. Ah. As for your reward, it awaits you in the basement. Cool, dann kriegen wir auch noch was im Keller, ja? Tatsächlich. Die Farbe vom Wolf und Hopfen. Frische Erzeugnisse nach traditioneller harakscher Art zubereitet. Da jauchten selbst die anspruchsvollsten Feinschmecker vor Freude. Crit um 25% erhöht. Schade, ich dachte, ich krieg das Rezept dazu. Oh. Frage ist jetzt: Wohin? Im Turm vorbei. Und wir werden nicht gesucht im Übrigen. Shit. Laufen wir bereits. Might I interest you, my humble wares, my good sirs? Nein, abbrechen, verlassen. Ich muss hier irgendwie vorbeikommen, ich will nicht kämpfen.
Aber die Stadt wollte ich zumindest. Wir haben den Bodenclan. Und jetzt gehen wir einmal noch zum Trainingsgelände der Bruderschaft. Und dort werden wir rasten und unsere Ausrüstung so ein bisschen aufstocken. Okay. Sehr geil. So, jetzt mache ich mal jeden Stück für Stück. Stufe 6 ist der Hammer und er ist schon auf Stufe 8. Looking to improve your skills? We... Axt des Verräters? Was war das? Oder Stufe 7? Oder Stufe 8? Looking to improve your skills? We offer various technical manuals and we can also upgrade... Okay, Rüstung kann sie nicht. Looking to improve your skills? We offer various technical manuals and we can also upgrade your weapons at a very affordable price. Inkontinenz, Erpinung des Offiziers. Starkhage, Stufe 6. Ich glaube, das war kein besonderer Speer, nein. Looking to improve your skills? We offer various technical manuals and we can also upgrade your weapons at a very affordable price. Stahl, Hellebarde. Oder Stufe. Looking to improve your skills? We offer various technical Tritos. Manuals and we can also upgrade your weapons at... Okay, geht nicht. Looking to improve your skills? We offer various technical manuals and we can also upgrade your weapons at a very affordable price. Stärke 9. Mordor konnte diese Axt auf der Flucht verbessern, dank der Kronen, die er den Wachen in Uldren gestohlen hat. Dieser Angriff aktiviert immer das Öl auf dem Ziel. Es ist ein Einhander. Das wird interessant. Stärke 18, Stärke 16, Stufe 7, Stufe 7. Hingabe. Fast 20 Jahre lang hatte der Griff dieser Axt einen festen Platz in Bjorns Hand. Jägerschlag. Fügt ihm die Schaden zu, erhält 2 Rage. Mit dem Ziel 47 bis 59 Schaden zu. Diese aktiviert immer das Öl auf dem Ziel. 43 bis 56 des Verräters. Stufe 7. Bleib bei der. Looking to improve your skills? Mit der Rage. We offer various technical manuals and we can also upgrade your weapons at a very affordable price. Wir haben noch nichts wieder. Hier. 7. Aufwerten. Keule. Looking to improve your skills? We offer various Stärke technical 62. Manuals sehr and geil. We can also upgrade your weapons at a very affordable price. Johann, na ja. Aufwerten. Und, ups. Looking to improve your. Und auch den Bogen aufwerten. Looking to improve your skills? We offer various technical manuals okay, ich würde sagen, we can also upgrade your weapons at a very affordable price. Strategie, Bestienzähmung. Guck mal, das kaufen wir uns. Und die Fertigkeitsbeherrschung, die klaue ich mir gleich komplett zusammen. Und das Zweihandschwert scheint also nichts Besonderes zu sein. Flamberge des Brigadiers, ne? Veteranenroteller leider auch nicht. Aber Demenzia hat auch noch ein Schild, Stufe 6. Genauso wie Viva ein Schild hat. Aber nur der Schutzwall geht leider zu verbessern. Looking to improve your skills? We offer various technical manuals and we can also upgrade your weapons at a very affordable price. 18 zu 36. Veteranenroteller, Rotellas und Offizier. Ist ja schade, die muss ich dann wahrscheinlich irgendwie mal verkaufen. Ansonsten haben wir alles. Verlassen. Ist den Zähler gelernt. Die verursachte Schaden 10% erhöht, vorausgesetzt ich nutze diese Strategie. So, dann gehen wir hier einmal raus. Warte mal, wie viel...
Schauen wir es da oben noch rein. Hier ist doch der Baum von Ultra, ne? Lichtung der Thule ist geil. Da werde ich rasten. Dann haben wir nochmal den Wissenspunkt mitbekommen. Gefahr keine. Umso besser. So, Bombenleger, Novize. Ran. Ran. Null. 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 Und die letzten, ne? Bin ist ja Schlachtfeld im Innenbereich. Einen Ratteneintopf muss ich mir für die Stadt aufheben. Berg ein bisschen erhöhen. Das ein bisschen noch erhöhen. Mit um 30 sogar. 79. Haben wir irgendwo noch Bärenfleisch? Und rasten. Yes, bezahlen. Ah, versuchte zu fliehen. Eine Flucht geändert. Versuchte zu fliehen. Gut, das Ding kann erstmal wieder weg. Oh Gott, ich könnte gleich machen. Ach, guck mal hier. Vorher habe ich den Blaubeerenbitter gefunden. Warum versuchen die drei zu fliehen? Ich wollte die eigentlich mal gucken, dass ich die in meinen Trupp aufnehme. Links ist auch noch was. Verfluchte Dorf von Zirse war ich auch schon drin. Dann gehen wir zur Lichtung der Thules. Nehmen wir das nochmal eben mit. Sonst gibt es hier nichts, ne? Nur die eine. Da, ja, untersuchen. Hier gibt es nichts. Gargantons. I'm still an apprentice, so I'm not allowed to handle pigments. My duties are limited to cleaning the coal oven and doing the laundry. But I'm not your average servant. One day, I will be a druid. And then, even trackers will bow before me. What brings you here? This is a sacred place. Oh? You're interested in our war paints. You're not like most strangers. Usually people from other kingdoms find our customs barbaric. I could show you how we prepare the pigments, if you promise not to touch anything. Okay. Very well. Let's begin. The only problem is that I'm out of raw materials. For the most common color, I need to make bone char using, you've guessed it, bones. Just bring me a few animal carcasses. The swamp and the forest are hunting grounds where prey can be found in a... Okay, warte mal, ich hab doch hier eigentlich... Tatsächlich noch mal irgendwie wild jagen gehen so ein bisschen. Abgeschiedene Hütte. Untersuchen. Guck mal, alasarisches Pulver geklaut. Alasarisches Pulver geklaut. Seile und Schneelidel geklaut. Sehr cool. Anfang haben wir auch noch gefunden. Und ein bisschen Holz können wir hacken.
Der letzte ging, glaube ich, daneben. Hey! Plus ein Holz pro Axtschlag. Boros. Selle. Berge plus 3, Crit plus 4. Gut, guck mal, da laufen wir hier einfach mal oben rum. Da ist ein Bandido-Trupp. Okay, mal. Jawohl. Damit schwächen wir den Turm. Das machen wir nochmal eben. Obwohl, das machen wir in der nächsten Folge. Viel Spaß bei denen. Bis gleich. Und ciao.